Bayerische Landeskriminalamt auf der Heimann Handwerk. Warum seid ihr da? Ist die Diebstahlquote so hoch oder was ist der Grund? Ja, wir wollen informieren zum Thema Einbruchschutz. Wie kann man sich als Wohnungseigentümer, als Mieter, Hauseigentümer schützen vor dem Thema Einbruch? Werden Haus- oder Wohnungseinbrüche immer mehr zum Thema? Also steigt die Zahl? Wir haben in den vergangenen Jahren schon steigende Zahlen gehabt im Bereich Wohnungseinbrüche, also im Privatbereich. In unseren Erfahrungen nach hat man da auch sehr gute Mittel durch entsprechende Was wären jetzt Technik. So die Mittel? Vielleicht erklären wir es einfach mal. Anhand von dieser einbruchhemmenden Tür kann man die einzelnen Komponenten mal gut darstellen. Zum einen ist es jetzt hier eine massive Verriegelung gegeben an mehreren Stellen und dazu hinaus auch eine entsprechende Schließleiste, die einfach beim Einbruch, bis zum Beispiel, wenn der Täter mit Hebeln vorgeht, entsprechend einen Widerstand leistet, damit er eben diese Tür nicht überwinden kann. Und auch auf der Bandseite haben wir hier entsprechende Hintergreifhaken, okay, um auch diesen Bereich der Tür zu schützen. Was darüber hinaus noch dazu kommt, ist jetzt hier noch ein entsprechender Schließzylinder plus einen einbruchhemmenden Schutzbeschlag, der auch hier nochmal das Schloss, den Schließzylinder schützt. Wirkt relativ sicher. Ist es jetzt ein Modell, was die Polizei entwickelt hat oder kommt es aus der Wirtschaft? Wir beziehen uns in dieser Sache auf geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte. Es gibt eine entsprechende DIN-Norm, die jetzt hier haben wir jetzt ein Exponat, das ist eine einbruchhemmende Tür der Widerstandsklasse 3, die ihren Widerstand in einer Prüfung nach einer DIN-Norm, nach der DIN 1627 unter Beweis gestellt hat. Die Tür wirkt jetzt wirklich sehr aufwendig auch konstruiert. Was muss ich denn ausgeben als Wohnungsbesitzer oder Hausbesitzer für so eine Tür? Das ist ein Bereich, da muss ich da antworten, es kommt darauf an. Da muss man sich einfach entsprechende Angebote machen lassen von Herstellern. Da ist die Spanne ziemlich breit, also tun wir uns selber schwer, jetzt dort einen Preis zu benennen. Der Bereich Tür ist ja nur eine Seite von dem Ganzen. Machen Sie das auch bei Fenstern? In gleicher Weise gibt es auch im Bereich der Fenster geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Fenster, wie man es auch hier nebenan ausgestellt hat. Gehen wir rüber? Ja, bei diesem Fenster, das ist jetzt ein geprüftes und zertifiziertes Fenster der Widerstandsklasse RC2, das die Eigenschaften dadurch ausweist, dass es hier an mehreren Punkten entsprechende Verriegelungsstücke hat, umlaufend mit entsprechenden Zapfen, sogenannten Pilzkopfzapfen, die hier eine hinterhakende Wirkung haben. Wie leicht springt ein Fenster normalerweise auf, wenn ich da jetzt mit dem Hebel rangehe? Was haben Sie da für Erfahrungen? Also bei Standardfenstern, die herkömmliche Rollenzapfen, also keine hintergreifenden, hinterhakenden Zapfen drin haben, kann das mitunter auch in unter einer Minute passieren. Oh. Was jetzt bei diesem Fenster noch dazu kommt, bei diesem geprüften, dass hier ein absperrbarer Fenstergriff vorhanden ist, damit wir auch Arbeitsweisen, in denen versucht wird, hier hereinzufassen und diesen zu entriegeln, auch entgegenwirken kann. Okay. Plus, und das wäre dann der dritte Punkt noch bei diesem Fenster, dass hier nach der DIN-Norm eine durchwurfhemmende Verglasung mit zugeordnet ist, dass hier auch ein entsprechender Widerstand vorhanden ist. Also diese Scheibe kann ich fast nicht einschlagen. Genau, also das ist eine durchwurfhemmende Verglasung. Sie werden sehr viel Mühe haben dabei. Gibt es jetzt eigentlich auch so grundsätzliche Verhaltensregeln, die ich beachten sollte, damit mir Einbrüche erspart bleiben? Ja, auch bei einbruchhemmenden Elementen gilt, dass ich natürlich die Tür schließe und so oft den Riegel ausschließe, wie es möglich ist. Also es hat wirklich eine Veränderung, ob ich einmal oder zweimal umdrehe. Grundsatz her gilt immer so oft, wie der Riegel ausschließbar ist, auch abschließen. Wieso? Was hat das für Weil die einbruchhemmenden Eigenschaften des Elements natürlich bei vollständig ausgeschlossenen Riegel getestet wurden. Dann bei den Fenstern selbes. Keine gekippten Fenster, keine offenen Fenster lassen, sondern auch diese schließen, wenn sie absperrbar sind, natürlich auch abschließen.
dann auch sowas wie Licht brennen lassen, wenn ich rausgehe? Oder genau, sowas? Anwesenheitssimulation. Mhm. Das gehört unter anderem, das Licht brennen zu lassen, gerade jetzt, wenn es früher dunkel wird. In der Urlaubszeit, dass man dafür sorgt, dass der Briefkasten geleert wird. Vielleicht die Rollläden durch Zeitschalter hoch und runter fahren. Einfach da in dem Bereich Anwesenheit simulieren. Hat es auch ein bisschen damit zu tun, wenn ich so einen Luxus suggeriere nach außen, vielleicht da ein bisschen dezenter vorgehen? Ja, kann man spekulieren drüber. Entscheidend ist, dass man sich mit Technik sichert, egal welches Objekt es jetzt ist. Dann hoffe ich mal, dass die Einbruchzahlen in den nächsten Jahren runtergehen und dass Ihre Maßnahmen wirken. Danke Ihnen. Gerne.